Willkommen zur 183. Folge von Baldur's Gate, in der wir unterhalb der Tabernakel die Kellergewölbe, sage ich jetzt mal, durchsuchen. Mit Hilfe von Kratzers guten Nase und unseren Wahrnehmungsfähigkeiten schleichen wir uns also dadurch auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. In Baldur's Gate jedoch gibt es anders wie in anderen Games, zum Beispiel wie in Skyrim, wo du einfach die Spendentruhen aller möglichen Götter plündern kannst, ohne Probleme und Konsequenzen. Hier jedoch mit der Intervention echter Götter rechnen musst. So auch in diesem Fall, als ich mich dazu entschlossen habe, mich frei zu bedienen. Das Beste kommt aber noch viel später, wenn man versucht, diesen Fluch, der einem aufgelegt wird, zu brechen. Und nachdem wir dann dieses Spektakel innerhalb der Gruft des Sturmtabernakels hinter uns gebracht haben, sind wir zurückgekehrt in die Gemächer des Gasthauses Elfgesang, um uns mal wieder auszuruhen. Denn ich hatte auch schon keine kurzen Rast mehr zur Verfügung, ergo war es höchste Zeit, zurückzukehren. Ich wünsche auf jeden Fall wie immer eine gute Unterhaltung. So, dann wollen wir erstmal hier die Falle entschärfen. Warte, hast du die richtige Ausrüstung an? Ja, hast du? Da war wieder was, oder? Kann es sein? Kann es sein? Hier ist auch noch irgendwas. Gasgrube. Keeping my head down. Ich hab dazugelernt. Man muss nicht immer rechts klicken. Es reicht auch, wenn man einmal direkt links draufklickt. Vertrauliche Berichterstattung. Oder was stand da? Vertraulich. Vertrauliche Berichtsaufzeichnung. Nur zu Händen Vicar Kleinsee. Berichtsverzeichnis. Berichtender Beamter de Villa Urquell. Berichterstatter Vicar Kleinsee. Berichtsinhalt. Zeuge nach Freiluftpredigt gegen Mittag zum Tabernakel zurückgekehrt. Von weiteren Zivilisten bestätigt. Zeuge hat blutiges Opfer am Zentralschrein beobachtet. Eine abgetrennte Hand. Bei näherer Untersuchung fand Zeuge das angefügte Schriftrollenfragment folgenden Inhalts. Mord soll wieder heilig sein. Das ist alles seltsam geschrieben irgendwie. Anmerkung der Beamtin, danke für euren Bericht, Vicar. Wir konnten die fragliche Hand bisher nicht identifizieren, nehmen jedoch an, dass sie mit anderen aktuellen Ermittlungen in Zusammenhang steht. Eine Faust wird das Tabernakel von nun an observieren. Panzerhandschuh Urquell. Okay. Zum Überwachen von Gebeten. Geschätzter Herzog Portür, ich weiß, dass wir in außergewöhnlichen Zeiten leben und der Kult der Absoluten eine unvergleichliche Bedrohung darstellt. Dennoch werde ich die Gebete am Tabernakel unter keinen Umständen aufzeichnen. Das wäre ein Missbrauch des Vertrauens der versammelten Gläubigen unserer großartigen Stadt, der in unserer Institution ausgeschlossen ist. Offen gestanden empfinde ich euer Ansehen als beleidigend. Außerdem ist Pergament teuer und hier wird viel gebetet. Entrüstete Grüße. Vicar Kleinsee. Okay. Ja, man muss sich. Ja, so ist das nämlich. Wenn du da ran möchtest, dann kannst du dich von hier oder von hier. Nein, das geht nur aus dieser Ecke, weil aus Grund von Lichteinwurf und. Ach, leck mich doch. Verdammt, was machst du da in der Ecke, Junge? Verrückter Scheiß. So. So, ich glaube, wir können uns jetzt fortbewegen, oder? Wir schicken den Hund vor. I can't waste any. Oh, cool. Zeig. Das erinnert mich an den Hund aus oben. Zeig. Gibt's da keinen Weg rein? These boots have seen everything. War in dem Hof fehlgeschlagen. Er kann dir höchstens zeigen, dass da irgendwas in der Nähe ist, sich darauf aufmerksam machen, aber... Oh, shit. Wenn die Wahrnehmung fehlschlägt, dann sind wahrscheinlich irgendwo Fallen noch oder sowas. Oder irgendein Knopf und so weiter, irgendwelche anderen schicken Sachen. Habe ich gar keine andere Wahl, als die anderen jetzt noch nachzuholen.
und zu hoffen, dass deren Würfelglück höher ist. Vielleicht kann ich das noch mit einem Zauber unterstützen, beeinflussen. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Aber Wahrnehmung, das kann ich ja nicht mit Bonus auf Angriff und Rettungswürfen. Nee. Wahrnehmung könnte ich höchstens vielleicht mit Attribute verbessern. Weisheit. One with the weave. Also wenn ich Weisheit bei ihnen um einen Punkt verbessere, komme ich auf 12. Ich bin schon auf 12. Das heißt, ich würde diesen Vorteil... Na, das wird es nicht bringen. Das wird es eigentlich nicht bringen. Gehe ich mal von aus. Egal, wir können es trotzdem beim Testen. Wir können ja mal kurz einfach mal Weisheit hier nach oben bringen, um ein Stückchen. Weisheit. You'll be stronger than ever. We're a long way from Waterdeep. Onward. A trap. Dankeschön. This place is more dangerous than I thought. All right. What now? It's a trap. Indolence breeds madness. Objective noted. Softer than a whisper. Cool. Der Hund ist am Schleichen. Ja, richtig geil. Richtig cool, wie er schleicht. Der Hund ist am Schleichen. Die können das natürlich nicht, war klar. Ja, natürlich wird es hier Fallen geben, ne? Ganz offensichtlich. Absolut offensichtlich, ey. Das überrascht uns gar nicht. Jetzt habe ich es wieder mit der rechten Maustaste gemacht. Das ist Macht der Gewohnheit. Ja, genau, beklau den Kollegen. Taking my time in the shadows. Amulett der Andächtigen. Hohes Zauberwirken. Du erhältst einen Bonus von +2 auf deinen Zauberrettungs-SG. Nice. Zauberrettungs-SG macht es halt den Gegnern schwerer, meine Zauber zu parieren. Bei manchen Zaubern müssen Gegner einen Rettungswurf ausführen. Je höher der Zauber-Schwierigkeitsgrad, desto schwerer wird es, deine Zauber zu widerstehen. Also dieses Ding ist für Gale schon sehr wertvoll. Auf jeden Fall. Gaben für Helm. Oh Gott. Das könnte aber böse sein, wenn ich tatsächlich hier an die Dinger drangehe, oder? Pfeif auf die Götter, oder was? Wie ist das bei dem Spiel so? Bis jetzt hatten wir noch keinen richtigen Kontakt zu irgendwelchen Göttern. Nur zu Vlakish, aber das ist nur so ein mächtiger Gott. Aber wir wissen natürlich, dass es die andere gibt, wie bei Mirko die Geschichte. Also irgendwas wird es da schon geben. Könnte Ärger geben, ne? Wenn man daran rumspielt. Könnte Ärger geben. Oh. Gezüchtigte... Oh, shit. Gezüchtigt durch Göttlichkeit. Die betroffene Kreatur ist durch verstoßene und gereizte Götter verflucht. Wenn sie bewusstlos wird, stirbt sie sofort. Ist dies der Fall? Entspringt ein grausiger Bote der getränkten Gottheit aus dem Leichnam. Wie krass ist das? Wie lange bleibt das? Verflucht. Verflucht. Kann ich nicht Flüche brechen?
Ach du Scheiße! Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Guck dir den Scheißer hier an! Guck dir, das gibt's ja wohl nicht, weil ich den Fluch gebrochen habe. What to do? Wie cool ist das denn? Wen haben wir denn da? Stufe 10, himmlisches Wesen. Nice. Dauerhaft bewaffnet. Extra Angriff, Gelegenheitsangriff. Resistenzen. Resistenz gegen gleißend. Himmlisches Wesen. Kreaturen guter Gesinnung der oberen Ebene. Viele dienen auf der sterblichen Ebene Gottheiten. Ist das nicht cool? Und er hat Lazelle. Ach, Schatten, der hat hier fast down gekriegt. Das ist natürlich nicht so schön, ne? So, die beiden dürfen nur Schattennetz ist derzeit im Kampf. Das ist natürlich Folter für mich. Das ist natürlich Folter für mich, ey. So ein kleiner Scheißer, ey. Kommt der da mal eben angeflogen und denkt, er könnte hier auf die Kacke hauen? Das hat er sich aber nur so gedacht, ne? So funktioniert das natürlich nicht. Jedenfalls nicht in der Realität. Musst du dafür im Kampf sein? Da steht lange Rast. Ich habe keine lange Rast, ne? Deswegen liegt das wahrscheinlich daran. Kann gut darin sein. Und guck mal hier, sie ist auch überhaupt nicht vorbereitet auf den Feind. Sie ist total nicht vernünftig vorbereitet auf den Feind. Ist ja cool, der Typ hier. Echt stark. Ist das cool. Falsche Ausrüstung natürlich jetzt auch gerade. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt bei jedem so sein wird. Auch wenn wir die anderen Truhen plündern. Ich kann ja vielleicht mal reingucken, aber plündern ist wahrscheinlich jetzt keine gute Idee mehr. Wie cool ist das denn? Fehlgeschlagen, trotz alledem. Echt cool, du kleiner Scheiße, ey. Beschleunigt. Achso, weil sie noch. Hä? Sie war nicht Teil des Kampfes, wieso nicht? Der Tag ist vorbei. Ich hatte bei dir den Rundenmoos aktiviert. Ach nein. Weil Haldir in den Kampf eingegangen ist, wurde das ja, hat sich das ja in Wohlgefallen aufgelöst. Haben wir völlig vergessen. Haben wir völlig vergessen. Zwölf hast du noch? Let me recite their demise. Got to keep fighting. So, ich wollte gerade sagen, wir müssen noch mit einem Schwung müssen wir den noch down kriegen, ohne dass wir da groß Ärger haben hier eigentlich mit dem, ne? Das müsste ja wohl hinklären. Ja, er lebt immer noch. Ach, ich darf nochmal schießen, alles klar. Da steht er wieder. Da steht er wieder. Du bist ja eine Nase, Alter. Mega cool. Richtig coole Aktion. Blood comes easy these days. What fools these mortals be. Step by step. Das ist richtig cool. No time to dally.
Still breathing. Despite everything, can't slow down. Das hat Spaß gemacht, das machen wir direkt nochmal. Quite exhausted. A good night's sleep would do me. Ja, wir werden es überleben, auch so. Ach so, haben wir noch einen Rast zur Verfügung? Nein. Gar keine Rast mehr, okay. Keine Rast mehr zur Verfügung. Nur durch Tränke oder sonstiges. Need to keep focused. Nur durch Tränke oder sonstiges. Okay, das lassen wir liegen. Das riskieren wir jetzt dafür nicht. Hammer der Gerechten. Yeah. Diese Waffe bewirkt bei Unholden und Untoten zusätzlichen Wuchtschaden. Ja, die müssen wir jetzt auch nicht unbedingt haben. Lülülülülü. Schild der Abschirmung. Wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er... Achso, das kennen wir noch. Ansonsten hat er noch Schild halt, aber eigentlich lohnt sich das auch nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir mal testen. Das wäre natürlich alles noch kommt, deswegen werde ich jetzt einfach mal alles klauen. Aber erstmal speichern. So. I can be subtle sometimes. La 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 la. Oh. Eieieiei, es gibt nur den einen Fluch. Alles klar. Es gibt nur den einen Fluch. Ja, es gibt nur den einen Fluch. Okay, alles klar. My face protects me. Es gibt nur den einen Fluch. Allow me to help. La 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 la. Oh. Haben wir jetzt mit mehreren auf einmal zu tun? Ne, es ist wieder nur ein Engel. Wieder einer. Okay. Es würde sich also lohnen, erstmal alle Truhen auszuräumen, bevor man das dann macht. Und dann erst sich mit dem Typen hier anzulegen. Aber wir haben es jetzt andersrum. Ist auch nicht Aberration und so weiter bei dem. Es ist ein himmlisches Wesen. Und dafür, dass du die Truhen leerst, bekommst du ordentlich auf den Sack. Finde ich schon cool. What's the plan? Talk to me. Got to concentrate. Du kannst dich nicht bewegen? Überrascht? Oh, du bist überrascht. Unleash me. Wie cool. Ich freue mich immer, wenn es mal wenigstens mal einen auf den Deckel gibt hier. Schattennetz, du bist nicht. Lazelle ist nicht überrascht, okay. Lazelle ist nicht überrascht. Also wie oft. Wie oft die zuschlagen darf, ne? Das ist doch wohl nicht mehr. Das ist nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Schattennetz, du stehst voll im Weg. Du stehst voll im Weg. I will
ascend. Victory awaits. Überrascht. Überrascht. Was mit dem Hund? Der Hund ist doch nicht überrascht, oder? Der Hund ist auch überrascht, obwohl er okay. Victory awaits. I am Fury. I am Death. Betäubt. Tja, mein Freund, sieht schlecht für dich aus. Need to stay focused. Sieht schlecht für dich aus. Schatten jetzt auf auch mal. Nice. Immer derselbe. Ist unsterblich, der Typ. Taucht immer wieder auf. Wie cool. Noch cooler wäre es, wenn man den jetzt auch noch befragen könnte. Untoten befragen. Echt stark. Ja, ich habe mich gerade bei den Göttern unbeliebt gemacht durch diese Aktion, aber war schon witzig. Das Spiel hat immer wieder neue Überraschungen. Ey, das ist... Das, normalerweise hätte ich gesagt, ah, was soll schon passieren? Hier Skyrim und so weiter. Ja, Götter hier, bla bla. Aber hier? Hier hat man direkt gedacht, ah, könnte, könnte böse enden. Und das war auch so. Ja, okay, jetzt hast du wieder lethargisch, macht nichts. Schatten jetzt ist überladen, okay. Stimmt ja, du bist der Leichentransporter. Dann machen wir es halt so. All's well that ends. Not as bad as it could have. Wahrscheinlich muss ich jetzt. Wahrscheinlich muss ich dann jetzt. Eine Ruhe, eine Nachtruhe einlegen. Weil die Leute halt ziemlich ausgebrannt sind. Insbesondere Gale ist halt ausgebrannt. Lazels Dingsgeschichten sind auch ausgebrannt, ihre Fähigkeiten. Ich habe keine. Hä? Aus der Entfernung? Shit. Okay. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er irgendwas sagt. Ich hatte eigentlich gehofft. Ach, ist egal. Breathe quiet. Move with care. Klick. Es hat Klick gemacht. Das kann auch nichts Gutes bedeuten, ne? Das kann auch nichts Gutes bedeuten. Leute, ab in Deckung. Das kann nichts Gutes bedeuten. Hier, versteckt euch. Tolerable. Most excellent. So, Trank des Heldentums. Ja, das braucht aber kein Mensch, ne? Nicht so wichtig. Das ist nicht erreichbar. Okay, ist eigentlich gar nicht öffnenbar. Man kommt eigentlich gar nicht dran. Eigentlich außer Reichweite. Okay, egal. Dann ist es halt außer Reichweite. So wichtig wird es nicht sein, was es da zu finden gibt. Wir verschwinden. Siehst du, hast nichts mitgekriegt? Was ist denn hier passiert? War das vorher auch schon so? I don't like this. I don't like the look in some of their eyes. The citizen is unconscious and won't be waking up anytime soon. Used to think those things were going to make me feel safer. Not anymore. Keiner was zu erzählen, was hier passiert ist? These street trash need to watch their tone. I don't tolerate disrespect. Hast du den K.O. geschlagen oder was? I have something to ask. I know you're... Greetings, citizen Fluffington. I trust you are enjoying the city. Ich bin registriert als Fluffington. Lauschig.
Okay, ja, das ist die Frage, ne? Nach wie vor. Zurück zum Turm und runter ins Gewölbe oder aber erstmal die Stadt arbeiten, abarbeiten. Let's see what this does. So, ich nehme mal an, dass irgendjemand bestimmt was zu erzählen hat. Da haben wir schon mal einen, jemanden. Jahira, wir fragen einfach mal kurz alle durch. Oh, I've had a lifetime's feel of watching little men puff themselves up with grand titles. I look forward to the day we show the Archduke that his tongue is not half so silvered as he thinks. Wir können keinen Kampf riskieren, solange er von seinen Stahlwachen umgeben ist. Können wir schon, wird aber hart werden. Aber wir haben ja schon eine Lösung dafür, nicht wahr? Ihr seid an seinem Angebot nicht interessiert. Da wird sie nicht die Einzige sein. Kalach wird wahrscheinlich dasselbe sagen. We could. It would just be a very short one. We cannot expect either of the Chosen to fall easily. But fall they must, if we are to have all three stones to command the brain. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Ja, ist wahrscheinlich auch schlau. Habt ihr nochmal überlegt, wie wir Minsk finden können? I have. And while I do not love my conclusion, that does nothing to change it. The Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Keen. A name known and feared throughout the city's underworld. The mysterious Keen runs the guild, which in turn runs every criminal enterprise in the city. Okay, ich soll mich mit den Gangstern einlassen, hä? Die Gilde, ihr wollt euch mit Dieben gemein machen? Erstaunlich, dass eine Hafnerin mit einem Kleinkriminellen befreundet ist. Mit ihr ist nicht zu scherzen. Nine Fingers is much more than a thief. Nothing happens in this city that she doesn't learn of, sooner or later. How hospitable she will be to a Harper that comes begging to her guild hall, huh, we will find out. Perhaps I will let you do the talking. Ich nehme an, ich habe jetzt eine neue Quest, wenn ich das gerade gesehen habe, ne? Ask it. So, haben wir noch was Interessantes? Stimmt es, dass ihr schon mal gegen die Toten drei gekämpft haben, bla 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 bla. Und ihr habt schon einmal im Tempel des Baal gekämpft. Würdet ihr ihn wiederfinden? Wir haben ihn doch schon gefunden. You speak of a battle more than a century past. Baal's minions led us through a maze in the Undercity, older than Baldur's Gate itself. We paid little mind to the path ahead, let alone how we might return, or that we would return at all. Still, the Undercity shifts. We might search down there. Or better yet, find a ballast to lead us. Okay, okay. Stimmt es, dass ihr schon mal gegen die Toten 3 habt gesagt, ihr wisst etwas über Elysiden? Was könnt ihr mir über die Hafen erzählen? Also eigentlich ist es alles nur... Ich nehme an, das ist alles nur Geschwätz. Your mind tingles as it opens to Will. He learns of Mazora's meddling and Florik's tale of the dragon Ansur. Curse that rotten devil and her forked tongue, trying to set Florik against me. She's a damnable inferno of chaos. What matters now is that Florik saw sense, and we know our path forward. We'll finish what my father couldn't. We'll awaken Ansur, the heart of the gate. O Baldurin, founder due veneration.
His guardian dragon Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Was haltet ihr davon? Ich kann nicht fassen, dass ihr dieses Drachengedicht ernst nehmt. Bade, ich habe schon viele Lieder und Lügengeschichten gehört. Die ist mir neu. Ja, er sieht das natürlich als wahr an, ne? Ganz offensichtlich. Und es ist auch wahrscheinlich so. And to me. But given who carried it, I think it's more than just a myth. Consider this. To Wormway neath prison's deepest level. That must mean Worm's rock prison. That's where we'll find the entrance to this Wormway. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and Worm's eyes shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Ansur was Balduran's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raised the city. Der Imperator verspricht unglaublich. Achso, das ist das. Das kannst du knicken, mache ich nicht mit niemandem. Ist egal. Wie unglaublich diese Kräfte auch sein mögen. Ach, Schatten jetzt hier. Sorry, hab ich dich fast vergessen. Be honest. What do you think of the new look? Ja, cool. Siehst gut aus. Deine Klamotten stehen dir auch sehr gut. Was hat die Veränderung ausgelöst? Wie habt ihr das geschafft? Schwarz zu grau zu machen ist bestimmt nicht so einfach. Bedarf eine Menge Blondierung. Wenn es euch hilft, die Vergangenheit hinter euch zu lassen, bin ich dafür. Wunderschön. Es ist nicht nach meinem Geschmack, aber wen kümmert das schon? Was hat die Veränderung? Wie habt ihr es geschafft? Wunderschön übertreibt es wahrscheinlich ein bisschen, ne? Nicht, dass Lazelle gleich um die Ecke kommt und wird dann ein bisschen eifersüchtig. Machen wir mal das Erste. I thought I knew who I was. But I was wrong. I do not belong to Shah. And I do not want to be adorned like one of her puppets any longer. The hair is just a gesture, true. But everything has a first step. Und wie habt ihr das geschafft? An unexpected benefit of my training. Any novice knows how to source the right herbs and mixtures to alter one's hair. Typically reserved for disguises and subterfuge rather than self-discovery. But I don't live by Shah's rules any longer. Sehr schön. Wenn es euch hilft, die Vergangenheit hinter euch zu lassen, bin ich dafür. I'm glad. Though I don't think I'm quite done with the past yet. Not until I've been to Baldur's Gate. Ich hätte erwähnt, ihr hattet erwähnt, dass Shars Anhänger nach uns Ausschau halten könnten. Meint ihr, wir können sie benutzen, um eure Eltern zu finden? Ich will über alles reden, was widerfahren ist. Ich glaube, diese besondere Larve. I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Ihr wisst also nicht einmal, wohin wir gehen müssten. Müsst, wohin ihr gehen müsst? Wonach sollten wir Ausschau halten? Erwartet ihr eine herzliche Aufnahme? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Ha, alles klar, ich muss vielleicht doch mal noch mal zurück. Noch ganz zurück. Auch interessant. So, von euch hat keiner was zu erzählen, nehme ich an. Sieht jedenfalls nicht so aus. A welcome face. How can I help? Über uns die Larve. Nope. Soldier. Verhältnis zu Gortash. He got his claws into me early. I was a wild kid.
brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just, it felt like a good fit. I kept him safe and he paid me well. Well enough to move into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Okay. Kann man verstehen, dass sie dann angepisst ist. How can I help? So, nope. What can I do for you, my friend? Lalala, die astral berührte Larve. Ich habe mit Ulmer gesprochen, der Anführerin dieser Monsterjäger. Sie will, dass wir ihre Kinder von Cazador retten. You spoke to her. Without me. God damn it! Of all the hornet's nest of prod, you had to pick that one! Whatever you told them, it's pointless. Cazador does not have a drop of mercy in his fetid body. Their children are long dead. Das mag stimmen, aber wir müssen es versuchen. Wenn ihr ihnen nicht helft, werde ich es tun. Ihr seid ihnen was schuldig, Astarion. Wenn wir die Kinder nicht kriegen können, dann rächen wir sie wenigstens. Naja, wir werden sowieso wahrscheinlich. Deswegen könnten wir es auch hier damit machen, ne? Das mag stimmen, aber wir sollten es versuchen, ja. Well, look, I'm not opposed to revenge, but on my terms, for my reasons, because of some lost whelps. Of course, if we stumble across their little corpses, you're very welcome to report back to your new friends, but I will not be delivering that news. Das passt zu ihm, die Antwort. Das passt zu Astarion auf jeden Fall. Er ist halt sehr mit sich selbst beschäftigt. Arme Kerl, hat ja so viel durchgemacht. Jemand hat noch Gesprächsbedarf? Habe ich was übersehen? Ich sehe hier jemanden mit Gesprächsbedarf. Kein Ausrufezeichen über irgendeinen Schädel zu sehen. Mit den dreien haben wir gequatscht. Seltsam. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Das mit ihr checke ich auch nicht. Wenn ich hier Nahrung, wie soll es gehen mit der Nahrung? Ich habe doch Nahrung in der Tasche, im Kopf, in den Dings da. Sie könnte ja, aber. Wie funktioniert das mit Jenna überhaupt? Und wer hat hier noch Gesprächsbedarf?
come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Wie möchtet ihr eure neu gewonnene Freiheit nutzen? Sieht nicht aus, als wäre es jetzt hier essentiell. I am free from my bonds, but not my duty. The dead three are risen. The dead two remain. You must face them. I will help. Keeping very well, I hope. Euch geht's bestens, hoffe ich, ja. Tut es. Was werdet ihr tun, wo euer Vater jetzt fort ist? Ich möchte wissen, was zwischen euch und eurem Vater Keswick geschehen ist. Ja, nichts davon ist essentiell oder irrelevant. Also, wenn irgendjemand noch was zu quatschen haben will oder irgendwie was erzählen möchte, dann kann das nur noch er hier sein. Auch wenn ihm kein Ausrufezeichen über dem Schädel ragt. Fate spit. Offensichtlich nicht. Offensichtlich hat er nichts zu erzählen. Tja, wenn das so ist. Jetzt kommt die göttliche Intervention. You sleep, but the wicked don't. Someone is here to disturb your rest. Get the hells away from me!